Hey Leute, Siablin hier. Heute geht's mal um was, was mich schon seit einer ganzen Weile beschäftigt. Und zwar, warum zur Hölle existiert der Fetisch Vor? Für alle, die es nicht kennen und nicht wissen wollen, was es ist, schalt jetzt ab. Für alle, die sich jetzt noch nicht abgeschaltet haben, so Glückwunsch, ihr werdet es bereuen. Also, fangen wir mal an. Vor ist quasi, dass man es erregend findet. Oder dass man es in Gedanken erregend findet, von jemand anderen verschluckt zu werden und dann lebendig in deren Magen zu sein. Und aus irgendeinem Grund finden das Leute tatsächlich geil. Es gibt ziemlich viel Porn dazu, also, ne? Natürlich, in echt funktioniert so ein Scheiß natürlich nicht da, aber so die gesamte Furry-Community und alles, was da irgendwie so rum existiert, das ist voll damit. So, das muss ich jetzt nicht wirklich jucken, weil ich habe keinerlei Ahnung von dieser Community, aber ja, ich bekomme trotzdem ab und zu was mit und es ist krank, was so Leute für sexuelle Interessen entwickeln. Einfach, es ist so das Next Level Horny, wenn man einfach geil drauf wird, wenn man sich vorstellt, verschluckt zu werden. Das ist so, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man sowas geil finden wollen würde. Ich find's halt wirklich einfach nur so, allein die Vorstellung super disgusting. Aber hey, ne, you gotta do what you gotta do. So, es ist natürlich seltsam, aber keine Ahnung. Ich wollte einfach mal drüber reden, dass es halt so ein seltsamer Fetisch ist. Und ich verstehe nicht, warum man es irgendwie geil fände, so in so Magensäure langsam gebadet zu werden, während man zersetzt wird, so. Wäre man in dieser Situation, wird man definitiv nicht als erstes erstmal seinen Wang rausholen oder sich einen schütteln. Das ist zumindest meine Reaktion. Ich schätze mal, dass ihr das auch machen würdet. So, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass jeder von euch irgendwie erstmal seinen Wang rausholt, wenn er gerade im ganzen Stück verschluckt wurde. Aber hey, wer weiß. Vielleicht kann man sich einfach das Leben nehmen, ne? Würde schon definitiv hart bocken. Ist einfach mal so. Ne? Wenn man drauf steht, einfach mal so, hat man das Suizidgedanken, lässt sich einfach mal verschlucken. Okay, gut. Der letzte Part war einfach reine Shit labern. Aber ey, wenn du das hier hörst, du bist cool. So, ne, bleib toxisch. Deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt die fucking Glocke, nicht vergessen. Und jetzt, gut, was ich vorhin sehe,